reinspaziert, reinspaziert. Hallo, ich nehme Emily Wingham das Wort von der Schippe. Das tust du nicht, denn ich sage, wir schauen mit euch heute in die Sterne und haben für euch wunderschöne Apps rausgesucht und fangen an mit einer App namens iHoroskop oder iHoroskop. Großer Bär. Ja. Großer Wagen. Nein. Das hat damit nichts zu tun. Mit Stier, Widder, Waage und alle und anderen Sachen Hornochsen. Zu tun. Danach machen wir weiter mit Chinese Horoscope. Also für diejenigen, die sagen, ich glaube nicht an solche Sachen wie Waage und Wassermann, sondern aber eher an Yakuza. Ziege und Drache. Ach so, oder so. Genau, bei denen ist genau. Das ja so. Genau, da ist der Tierstern. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz schöne App. Und dann zeigen wir euch noch den Zeitungskiosk auf dem iPhone schon installiert. Die App, die man nicht löschen kann. Soll ich mich trauen? Ich traue mich und wir gehen auf die Couch. Ich halte mein Gesicht ein. Man kann Emily Wingham leicht in Seegang versetzen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass dein Horoskop heute ziemlich fatal aussah. Ja? Könnte, wenn man sowas sagen würde. Du kannst allerdings auch selber nachvollziehen. Du glaubst da gar nicht so daran. Ich schon. Ich lese das sehr gerne, vor allen Dingen, wenn da nette Sachen drin stehen, wie zum Beispiel, du bist eine wahnsinnig tolle Person, du bist gut drauf. Das lese ich sehr gerne. Hier das in schreiben der dir doch die Leute auf der Straße nach. Ja, stimmt. Hallo. In dieser App, die wir jetzt vorstellen wollen, die es nur fürs iPad gibt, iHoroskop. Ja. iHoroskop, YouHoroskop, WeHoroskop. Genau. Würdest du bitte so nett sein? Ja. Ich würde gerne wissen, welches Sternkennzeichen, wollte ich schon sagen, welches Kennzeichen der Tom hat. Ja. Skorpion. Da hast du jetzt gerade Geburtstag, irgendwann bald. Tom hat bald sehr Geburtstag. Schön. Guck mal bitte nach Skorpion. Skorpion, ein sehr schönes Sternzeichen, finde ich. Ja, was kann das denn am besten? Was kann der Tom am besten? Also, heute zum Beispiel steht, Sie sind ein Optimist mit der inneren Haltung, das Große losgezogen zu haben. Besonders heute sehen Sie das Positive. Wenn Sie allerdings zu sehr auf Ihr Glück vertrauen, könnte es Probleme geben. Sie neigen dazu, die Realität zu vergessen. Achtung vor Maßlosigkeit, beispielsweise beim Essen. Und an dieser Stelle kann ich sagen, Tom? Als es vorhin Pizza gab, hat Tom nichts gegessen. Das heißt, du hast dein Horoskop schon vorher gegessen. Er hat gelesen. Maßvoll gelebt und kann jetzt also dementsprechend seinen Tag bei. Was ganz schön ist, was man hier oben drehen kann und sich da eben aussuchen kann, welches Sternzeichen man nimmt. Und außerdem kann man hier auf gestern gehen, auf morgen gehen oder auf Woche, Monat und Jahr. Wir schauen mal, was das Jahr angeht und das Thema Beruf und Finanzen. Was den Job angeht, können Sie dieses Jahr von der positiven Jupiter-Wirkung profitieren. Da drücken wir dir mal ganz fest die Daumen. Weißt du was? Ja. Vielleicht wird der Tom ja auch bald, weil es die positive Jupiter-Stimmung ist, weil bald ein Juppie. Oh ja. So, wir kommen hört man den Staub, wie er fällt? Hört ihn, genau. Ich habe mich hier eingetragen bei dem persönlichen Profil. Man kann auch ein Profil hinzufügen. Das können wir jetzt auch mal machen für Tom. Tom, du kriegst Geburtstag. Jetzt jeden Tag dein 14.11. Dritter Geburtstag 1972 und kriegst jetzt bald von uns jeden Tag ein Profil um die Ohren, ein Horoskop um die Ohren gehauen. Oh, ich freue mich. 14. Warum geht denn das nicht? Ja. Was denn? Mach mal anderes Jahr. Ach so, okay. Welches Jahr? 1972. Also man kann das machen. Gleich haben wir es. So. Es ist muss es genau das richtige Datum sein, ja. Ja, klar. Jetzt machen wir es ja keinen Wie viel Uhr bist du geboren? Ach Gott. Oh, der 15:35 Uhr, 40. Nee, morgens. Zwischen 7 und 8. 7:40 Uhr. Und wo? In Gladbeck. Guck mal, was das findet. Beck. Hat er schon. Bergisch Super. Gladbeck heißt das ja. Auf Speichern gehen und dann schauen wir doch mal, was bei dir steht. Du bist leicht erregbar. Ein kleiner Ausbruch aus dem Alltagsleben bräuchtest du jetzt. Also das ist ganz nett, da kann man immer reingehen jeden Tag und einfach gucken, was da so steht für den jeweiligen Tag. Und man kann, wie gesagt, mehrere Profile hinzufügen. Das heißt, die ganze Familie kann diese App benutzen. Darf ich denn dein Horoskop lesen? Ja, klar. Dürfte ich das lesen? Ja. Bringt das kein Unglück? So wie wenn man eine Braut vom Jawort sagen, hat damit angucken nicht oder so wahnsinnig viel zu tun. Nee. Sicher? Ganz sicher. Es gibt auch noch zum Beispiel einen Liebestest hier. Dann kannst du schauen, ich habe ein Schütze-Girl kennengelernt. Mit Schürze. Und bin ein Fischemann. Und dann schauen wir mal, dass das klappt. Nicht sehr gut ist. Was? Da steht, ihr seid zu unterschiedlich. Nein. Streitereien zwischen den sensiblen Fischen und den abenteuerlustigen Schützen wird es kaum geben. Doch das liegt leider nicht daran, dass in ihrer Beziehung eitel Sonnenschein herrscht, sondern daran, dass der Fisch gerne jeder Unannehmlichkeit aus dem Weg geht.
Schnell weg hier. Das mag zwar den Jagdinstinkt des Schützen anstacheln, doch erlegen lässt sich diese Beute sicherlich nicht. Die beiden sollten sich deswegen besser aus dem Weg gehen. Was für schöne Analogien doch hier benutzt werden. Dann gibt es noch Partner und Liebe. Steht da eigentlich ein Copyright? Also wer das geschrieben hat? Nein. Die Frage. Diesmal habe ich deine Position ausgeführt. Ich stelle die wichtigen Fragen. Siehst du? Ja. Weil ich wüsste es ja wirklich. Also muss ich DNA jetzt beantworten? Nein, du musst DNA sagen. Genau. Nein, das würde mich wirklich interessieren. Das muss doch irgendjemand, das ist ja nicht ein Computer, der das irgendwie zusammenwürfelt. Das ist ja irgendwie eine Redaktion. Irgendjemand muss das ja schreiben. Ja, einer, der sich damit auskennt, der das studiert hat. Mhm. Astrologie. Da muss man verdammt viel schreiben auch darüber dann. Ne? Das kann Astrologie man studieren. Kann man studieren. Ja. Das wird auf der Mond-Universität gelehrt. Das ist ganz in der Nähe von der Saturn-Fakultät, Emmy. Also. Und dann ganz in der Nähe von Uranus. So. Uranus. So. Die Uni ist übrigens auch für den Arsch. Sag mal, was steht da? Ja, da steht, also es gibt auch noch Partner und Liebe, da gibt es ein Single-Horoskop und ein Partner-Horoskop. Flirt und Erotik. Wir gehen nochmal zurück auf Home und schauen mal, was bei dir steht. Da steht, für den heutigen Tag steht, höre auf deine liebe Kollegin und gebe ihr viele Geschenke. Außerdem gebe dein iPhone C ab und lass ihre Schuhe in Ruhe. Ich wollte gerade die Schuhe ausziehen. Dann hätte ich gesagt, Emmy, dieses Thema, das zieht mir die Schuhe aus. Oder zieht dir die Schuhe aus. Ach, das ist ein super Wortspiel. Ich habe, seitdem ich Horoskope benutze und weil es mir eben die Schuhe auszieht, benutze ich seitdem nur noch Klettverschlussschuhe. Ach, ich finde die App super. Ich lese es immer sehr, sehr gerne, was bei den Horoskopen drinsteht. Es ist vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen, aber es gibt sehr viele Leute, die es wirklich sehr ernst nehmen. Wie auch immer, wie ihr das seht, 1,79 kostet die App und ist im App Store erhältlich für das iPad. Ha! Könnte ich auch mit dem Mund einspielen. Hast du doch gerade. Habe ich doch auch gerade mit dem Mund. Das war live übrigens. Wir haben gerade über Horoskope, wo es um Stiere und Wassermann und Widder und so geht, gesprochen. Es gibt aber noch ein, also das ist das chinesische Horoskop und da geht es um andere Tiere. Da haben wir uns mal eine App runtergeladen namens Chinese Horoscope und das mache ich jetzt einfach mal auf. Do it. Es ist symbolisiert anhand eines Yin und eines Yang-Zeichens, was uns sagt, dass in allem Guten was Schlechtes drin ist und in allem Schlechten was Gutes drin ist. Außer bei uns. Da glaubst hier du ist jetzt es ganz dran, klar ne? aufgeteilt. Du bist die Gute. Ich bin der Böse. Och. Bei dir ist kein schwarzer Fleck. Ich bestehe nur aus schwarzen Flecken. Du Angeber. Hä? Ich wollte endlich mal ich wollte endlich mal alle Schuld auf mich aber nehmen. Aber Leute, Jesus-Phänomen. Die nur weiß sind, also ohne schwarze Flecken, sind total langweilig. Tja, das ist ein Prädikat für mich. Ja, also es ist doch dir selber ein Kompliment zu geben. Nee, gar nicht. Okay. Ich wollte das, also. Man kann es drehen und wenden, es wird einem so ausgelegt, als wird man der Arsch sein. China, nein, das stimmt nicht. China Horoscope. Horoscope starten für den, ich soll mir jetzt mal dein Geburtsdatum eingeben? Der 12. März. Welches Jahr? 1979. Oh, Moment, das ist ausgegangen. Siehst du, sobald meine Daten nämlich reinkommen, dann check die App. Den können wir nicht betuppen. Da gehen wir das direkt hat raus. Nichts mit Betuppen zu tun. Das ist der 12. Danach März. Laufen gehen die Chinesen schon seit Jahrtausenden. Und man kann mal gucken, wie weit ihre Menschenrechte 78, gekommen sind. 78, ja? Ja, 79. Betupp mich doch nicht um ein Jahr. Ey. So, Horoskop starten. Oh Gott, jetzt kommt's. Über Ziegefrau. Ach so, der hat erkannt. Ach nee, ich muss ja unten auf Mann gehen. Über Ziegemann. Du bist eine Ziege. Ja, ja? Passt doch. Wie Ziege Mann angeln. Das ist halt nicht ganz ja, viel übersetzt. Das wird aber kleine Worte drin. Wie man Ziege Mann angelt. Nee, wie ein Ziege Mann eine Frau angelt, glaube ich. Nee, so angel ich den Ziege Mann. Der Ziege Mann ist eine kreative, künstlerisch veranlagte und sehr gefühlsbetonte Persönlichkeit. Obwohl seine Launenhaftigkeit und sein Egoismus groß sind, besitzt der Ziege Mann einen solchen Charme, dass man leicht über sein besitzergreifendes Naturell hinwegsieht. Diese charmante Person werden Sie bei den unterschiedlichsten kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen antreffen und meistens ist er ganz nett zu seinen Kollegen. Um den Ziege Mann auf sich aufmerksam zu machen, sollten Sie allein zu der Veranstaltung gehen. Er würde Sie ansonsten übersehen, weil er Sie in festen Händen glaubt. Verzichten Sie auch darauf, kontroverse Themen anzusprechen. Komplikationen sowie Uneinnehmlichkeiten geht der Ziegemann geschickt aus dem Weg. So ungefähr. Ich wollte mich gerade aus dem Bild rutschen lassen. Ziege-Promis. Ziege, ich kenne einen Ziege. Und zwar den aus Bayern München, der Fußballspieler, der heißt Ziege mit Nachnamen. Das hat nichts damit zu tun. Astrid Lindgren. Ist auch Ziege. War Ziege. 1907 geboren. Bo Derek. Oh, eine sehr hübsche Schauspielerin. Boris Becker.
War auch mal Bruce ein sehr netter Mensch, ja. Daphne de Maurier, eine englische Schriftstellerin. Und dann kriegt man Deborah Winger, dass das alles Pferde waren. Ziegen, sorry. Übrigens ist das ja, glaube ich, beim chinesischen Horoskop so, dass sich die Sternzeichen jedes Jahr ändern. Ne? Und dementsprechend alle Leute, die 1979 geboren sind, sind? Ziegen. Ja. Und ich gucke nach, zu wem du passt. Du passt zu Ratte. Rattefrau und Ziegemann passen gut zusammen. Ich bin rattig. Ratte. Und dann gibt es berufliche Beziehungen. Da passt du gut zu Büffel, Tiger, Ratte, Tiger Woods. Hase, Drache, Schlange, Pferd. Ah, nee. Stopp mal noch von vorne. Also, du passt gut zu... Ja, das hat ja wie ein Gericht. Hase. Pfeffer passt gut zu Steak. Schlange, ja. Pferd, mhm. Ziege, aber nicht zu Affe, zu Hund. Mhm. In Zukunft also auf jeden Fall gucken, ob die Partnerin, mit der ich mich treffe, aussieht wie Affe. Mal ganz kurz gucken, was bei mir rauskommt. Ja, wir gucken schnell, was bei Emmy rauskommt. Ja, ja, ich weiß... Es interessiert doch nicht, aber mich. Nee, Emmy, mich interessiert. Da ich gerade die Macht habe, nutze ich das mal kurz aus. Das ist eine der seltenen Sendungen, wo Emily absolut dominant ist. Ich bin Drache. Und du warst Ziege, ne? Kirschwasser. Ich bin Drache. Drache und Ziege, das ist keine gute Verbindung. Das lassen wir einfach mal so stehen. Chinese Horoscope ist für euch im App Store erhältlich für 1,79. Und wir müssen mal durchdiskutieren, ob du als Ziege... Nee, ich fresse dich jetzt, bin ich Drache. Niau. Hat man ein iOS-Gerät, dann hat man automatisch einen Zeitungskiosk drauf. Der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Zeitungskiosk, den wir in der Ecke finden, wo meistens sich etwas dunkle Gestalten in die Ecke verdrücken und dort kleine Fläschchen trinken, in denen, glaube ich, Aphrodisiakum drin ist oder so, ist der Zeitungskiosk auf der Straße voll. Dieser hier ist leer im iOS, deshalb werden wir diesen mal befüllen. Und... Man kann ihn gar nicht löschen. Nee, das geht nicht. Das bleibt einfach drauf, egal was man macht. Diese App ist auf jeden Fall vorinstalliert. Ich kann keinen Tipp geben. Man kann ihn in einen Ordner packen, dann sieht man ihn nicht mehr. Aber ich habe den Zeitungskiosk mal gestartet. Er sieht leer bei mir aus. Ich starte mal kurz das Spiegelbild, damit wir uns auch alle im Klaren sind, was ich hier mache. Der Zeitungskiosk bei mir momentan leer. Und Emily Wiggin darf sich eine Zeitung aussuchen, die ich jetzt über den Store einmal öffne. Da werden eigentlich angezeigt. Zum Beispiel die Joy. Die sind aber dann in dem Fall gratis und dann gibt es aber In-Abkäufe. Genau. Guck mal, warum habe ich denn hier Frauenzeitungen? Zeitschriften als erste. Heute Woche, die Woche heute. Oder die Astrowoche. Die Astrowoche? Die Astrowoche, ja. 7 Glückstage für ihr Geld. Ich habe nur 7 Glückstage, wo ich Geld ausgeben kann. Jetzt kann ich mir hier nur angucken, guck mal hier. Der große Mondkalender zum Beispiel. Und ich lese mir mal die Rezensionen durch. Gibt noch keine Rezensionen dazu. Ich habe auch noch nie was von dieser Zeitung gehört, ehrlich gesagt. Aber lad es doch mal runter in deinen Zeitungskiosk. Genau, ich werde jetzt mal kurz mein Passwort eingeben. Deshalb an dieser Stelle möchte ich bitten, eure Augen zu verschließen. Ich mache mal zu. Emmy, du darfst ihr das auch? Passwort auch Hebt nicht auch wissen, zu, ne? Weil das Passwort ist Schnullibulli 21, du weißt doch. Oder 1, 2, 3, 4, wie sonst so, auch immer. Zack, ist es runtergeladen und man kriegt auch noch eine angezeigt, für wie viele Leute bzw. ab wie viele Jahre dieses Magazin gut ist. Ich schaue mal nach, ob sie es inzwischen im Zeitungskiosk. Guck mal da oben, da bewegt sich ein Balken. Dank einer wunderbar schnellen Internetleitung füllt sich dieser Balken gleich oben auf. Und die erste Zeitung oder die erste Ausgabe ist kostenlos. Allerdings fehlen dann oftmals Inhalte in dieser Zeitung, sodass das wie ein kleiner Teaser ist. Das ist ein kleines Häppchen, ein kleines Hors d'oeuvre, ein Amuse-Gueule. Wir haben es verstanden, was du meinst. Ja, ich musste mich ein wenig... Guck mal, die Astrowoche ist fertig. Ich hätte auch was sagen können, aber mach egal. Auf. So, also das ist jetzt im Zeitungskiosk abgespeichert, aber nicht immer die ganze Zeitung. Vor allen Dingen eine Ausgabe. Ja. Ich glaube, man kann auch die alten kaufen. So zum Beispiel, was interessiert dich mehr? Das große Geheimnis ihres Lebens, magische Glückskomet, Woche zum Fürchten oder die 7 besten Tage oder jetzt geht es um ihre Gesundheit oder ihr geheimer Geldschlüssel im Horoskop. Das mit dem Geldschlüssel. Eigentlich um gar kein anderes. Ich werde mir in meinem Zeitungskiosk ganz andere Magazine runterladen. Das könnt ihr auch tun, wenn ihr ein iPhone habt. Dann ist das Zeitungskiosk auf eurem iPhone installiert, schon von vornherein. Und da könnt ihr einfach Sachen reinladen. Erstmal gratis, aber dann gibt es In-App-Käufe. Also Vorsicht. Wir sagen erstmal für ein paar Momente au revoir, tschüss, bye-bye. Folge dem See Stern. See you later. Ach, das auch. Liebe Freunde der Sonne, heute geht es um Bälle auf Englisch. Um Spielbälle. Nein, auf Englisch heißt Bälle
Balls. Richtig. Und zwar geht es um den Sphero. Das ist ein intelligenter Ball. Ein Roboterball. Und diesen werden wir heute durch unser Studio jagen. Wir werden ein paar kleine Stunts damit ausprobieren und euch erklären, wie man den Sphero richtig bedient. Denn es gibt einige Tücken, die ich schon in die Fallen bin ich getappt. Und während du schon mal zum Tisch gehst, kann ich ja mal sagen, dass ihr gerne uns besuchen kommen könnt auf unserer Facebook-Seite namens AppsNight. Einfach AppsNight als Suchbegriff eingeben. Und schon seid ihr auf unserer Facebook-Seite und könnt dann euch Einträge von uns durchlesen oder selber was eintragen. Da freuen wir uns immer sehr drüber, über eure Ideen zur Sendung. Wenn ihr sagt, ich habe aber keine Lust, es öffentlich zu machen, dann schickt uns einfach E-Mails an den Verrückten da hinten at appsnight.tv oder an die Belästigte at appsnight.tv. Oh. So, wir machen jetzt weiter mit Sphero. Dieses kleine Ding ist etwas. Dieses kleine Ding, ich gebe es dir bitte. Danke. Dieses kleine ist Ding, ja? Hier, bitte. Ist etwas unscheinbar, aber wenn man es auspackt. Emmy, ist das nicht mit den kleinen Dingen immer so, dass sie unscheinbar sind? Und Schmuck wenn man zum sie Beispiel. Dann, auspackt, dann, was ist dann? Schmuck. Schmuck ist auch unscheinbar. Small things come in small packages. Best things come in small packages. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern es kommt darauf an, dass guten Sachen in eine kleine Verpackung eingepackt sind. So ähnlich ist es auch mit dem Sphero. Genau, Sphero. Was wolltest du sagen? Ich weiß es nicht mehr, ich habe schon lange vergessen. Also kannst du mir nicht beim nächsten Mal den Vorwurf machen, ich hätte dir das Wort geraubt. Nö. Nein. Guck mal, ich muss mal ganz ehrlich sagen, von der Verpackung her, Emmy, sorry. Ja, nee, ist alles gut. Komm, wir erden uns wieder. Nee, auf gar keinen Fall. Gib die mir noch, nimm mal die Hand. Nee. Dann soll mal einer sagen, dass ich hier nicht zum Frieden komm, bereit mach bin. Mach mal weiter mit Sphero. Schön eingepackt. Das war das Erste, was ich sagen wollte, als ich den Sphero in die Hand bekommen habe. Ich pack's es nochmal aus. Es ist ja komisch, ne? Aber heutzutage freu ich mich, wenn das Gerät nicht gut ist, sondern auch gut ist natürlich, sondern wenn die Verpackung auch noch schön gemacht ist. Und die Verpackung ist wirklich nice gemacht. Ne? Man zieht es einfach oben auf und dann hat man da drin. Warte, wird immer größer. Oh. Super. Und dann hat man hier einen kleinen Ball. Sphero beschrieben als Robot Smart Toy Game System und das alles beinhaltet es auch. Man denkt zuerst aber, das sieht aus wie so eine Feldhockeykugel. Mhm. Ah, nicht Feldhockeykugel, Quatsch, Billardtischkugel, meinte ja. ich. Ja. Und da gibt es da drin noch ein Ladegerät, das hole ich mal raus. Das ist mit verschiedenen Adaptern noch. Mit verschiedenen Adaptern noch gespickt für alle möglichen Systeme. Was wir natürlich brauchen hier in Deutschland ist das Schuko-System, das ganz normale. Und dann dreht man das rein, so ein Drehadapter, klack und dann macht's klack. Und dann muss man das Gerät einmal an den Strom setzen. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat hier so eine kleine Docking-Station, sage ich jetzt mal. Da kommt das Stromkabel rein und auf das Stromkabel dann den Sphero. Und dann lädt das, ich glaube, so 2 Stunden braucht es. Mein Telefon hat gerade gebrumst. Ich habe es ausgemacht. Nein, es waren böse Beleidigungen, die da drauf kamen. So, das lässt man dann drauf und dann wird es aufgeladen. So, schön. Und jetzt fragt euch vielleicht, und wie wird das gesteuert? Das wird über eine App gesteuert fürs iPhone oder auch fürs Android-Telefon. Gibt es die App und die kann man sich runterladen und dann kann man diesen Roboter eben steuern und über den Tisch fahren lassen oder springen lassen. Und du hast es alle schon zu Hause geübt. Ja, über Wochen und Monate. Ich habe auch geübt, was ich besonders gut in letzter Zeit kann, sind Sachen auspacken. Und sie dann probieren, so in Originalform wieder einzupacken. Die armen, das macht ihm auch ganz schön viel Spaß. Ja, die armen Schweine, die in solchen riesigen Werken sitzen, ne, die müssen ja immer alles so zusammenpacken. Ich schaffe es nie, wenn ich Hardware ausgepackt habe, es in die gleiche Form wieder reinzumachen. Das Paket, was ehemals flach war, ist bei mir dann rund. Ja. So quasi. Das tue ich wieder rein. Aber das hat hier ja ganz gut funktioniert. So, wie starte ich denn? Oh, guck mal, hier ist angegangen. Hallo. Oh, brav. Oh. Guck mal, siehst du das wieder, sich so ein bisschen... Da ist nämlich dann eine Unwucht. Darf man den eigentlich auch Sphero nennen? Als so Kosenamen? Du darfst ihn Sphero nennen. Und was ich jetzt mal mache, ich mache mal kurz mein Apple TV an, damit ihr mir über die Schulter linsen könnt. Denn was wir aktivieren müssen, ist bei eurem Gerät, das geht natürlich sowohl für Apple iPhone-Geräte oder Smartphones oder alles, was mit von Apple kommt oder auch mit Android-Geräten. Genau. Man muss die App sich runterladen. Die App heißt Sphero, sie kostet auch nichts. Und wenn man sie gestartet hat, sollte man darauf achten, dass man auch... Was muss man aktivieren? Bluetooth. Weil ohne Bluetooth geht es nicht. Und jetzt das macht man über das Control Center. Das kann man auch vielleicht nochmal sagen. Genau, ne? Einfach von unten nach oben ziehen und dann kommt das Control Center auf. Mhm. Wo ist es? Und dann kann man da eintragen, dass man Bluetooth aktiviert haben will. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt starte ich meine Sphero App. Ich drehe mal ganz kurz eben das iPhone. Jo. Da ist es. Dauert einen kurzen Moment, bis es gestartet ist. Jetzt wird probiert zu pairen. Es wird probiert zu pairen. Und dann sagt er, yay, Sphero, ich habe dich erkannt. Pass auf, Emmy, ich bin...
Beim Fahren des Sphero bin ich ein Profi. Ja, ich weiß. Was auch sonst. Ich bin allerdings nicht so, es gibt manchmal, ich habe mal auf den Boden gesetzt. Siehst du? Und jetzt muss ich gucken, dass das Licht, das blaue Licht zu mir zeigt. Siehst du, wie es sich dreht? Ja. Ja. Berühren und halten, jetzt muss ich das so drehen, dass das blaue Licht zu mir zeigt, weil dann weiß ich, was vorne und hinten ist. Guck mal hier auf dem Tisch, seht ihr das blaue Licht? Ja. Das blaue Licht muss ich in dem Fall jetzt zu mir zeigen. So, hier. Es wird beschrieben als ein besseres Fahrerlebnis als bei jedem ferngesteuerten Auto. Hey, geil, wa? Ja, guck mal, ich will fahren das jetzt mal hier über das Ding. Hat sich der Sphero gerade ausbewegt? Ja, warte mal, ganz kurz, lass mal das mal. Mit den Zieltasten nicht mehr anzeigen, alles klar. Man kriegt nämlich so ein kleines Tutorial. Jetzt kannst du das so sehen, Tom? Nee, ne? So besser so, ja? Dafür, dass du so über Tage und Wochen und Monate geübt hast, ist nicht so gut. Pass auf, ich habe nämlich Angst, das am Tisch zu machen. Warum? Ich habe nämlich Angst, dass wenn das Ding runterfällt. Nee, ich fange das auf. Aber du musst schon in die Richtung. Und du sagst es doof. Ich habe nicht gesagt, es ist doof. Fängst mich nicht. Na doch. Pass auf. Das macht Spaß, ne? Es ist eine witzige Sache, pass auf. Oh, und wisst ihr was? Ich durfte es mal wieder überhaupt nicht ausprobieren. Marco hat es ausgepackt, mit nach Hause genommen und seitdem habe ich es nie wieder gesehen. Ja, du bist ja dafür, du sollst aufpassen, dass ich keinen Schmuh damit mache. Merkst du, wie das vibriert? Man kann nämlich auch in der Fahr App hier mal mit Karacho drüber. Kann man das einstellen, wie schnell es fährt? Ja, genau. Ja? Das wollte ich nämlich gerade erklären. Man hat in der App nämlich selber oben noch so einen kleinen Regler. Und damit kann man einstellen, ob man eine Schildkröte ist oder, wie ich, frecher Hase. So, und jetzt Vollgas. Was? Ja. Was denn? Ich wollte es nur wieder zusammenbauen. Mach mal den Abstand ein bisschen größer zwischen den beiden Rampen. Ja, okay. Alles klar. Ja, so. Ja, okay. Also. Oh nein! Komm wieder zurück! Das Ding geht ja richtig ab. So, so. Nochmal. Man kann das ja auch. Aber der driftet ja. Geil, ja, super. Ne? Man kann das ja auch programmieren. Ja, kann man. Man kann ihn auch programmieren, was er auch machen soll. Ich mach mal hier ein bisschen. Übrigens, die Reichweite ist mit 30 Metern relativ gut. Außerdem gibt es eine Multiplayer-Funktion. Da kann man mit Freunden und Familie spielen, wenn die nicht auch sich die App runterladen. Also. Komm her. Ne? Pass auf, was ich jetzt mache ist. Stimmt's? Ja, kann man. Mhm. Was? Man kann, man kann jetzt mit auch anderen Leuten auch spielen gleichzeitig, ne? So, ich wechsle mal eben ganz kurz was. Mal so ein kleines Spins hat er auch noch drauf. Komm zurück. Man kann nämlich auch noch die Farbe ändern, liebe Emmy. Ja? Na, komm zurück. Warte, ich muss ihn ein wenig steuern. Ich hab ihn gleich, Emmy. Warte, ich muss ihn nämlich angucken und so drehen, so andersrum. Ach Quatsch, der hat sich nämlich gerade neu justiert. Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Darf ich vielleicht auch mal ausprobieren? Ja, Emmy, du darfst sofort, vielleicht wenn ich ihn da rausgeholt habe. Das macht so einen Spaß. Man kann nämlich auch noch die Farbe ändern, Emmy. Willst du lieber auf den Boden fahren? Weil ich habe die Angst, hast dass er bei dir runterfällt. Nee, pass auf. Jetzt auf den Tisch. Hier, jetzt probier's aus. So, was muss ich machen? Ja. Ja, sag mal, was ich machen soll. Ah, ich gucke Emmy, ich passe schon auf Emmy. Ich habe lange Arme. So, du weißt doch, ich bin Langfinger. Nee, das ist zu weit für dich. Ja? Ach. So. Warum fährt er nicht geradeaus, so wie ich das will? Tut er doch. Oh. Am besten ist das, wenn man auf einem Teppichboden macht, ne? Ja, aber der ist doch robust, der kann auch im Boden fallen eigentlich, ne? Kann er. Man sollte es jetzt nicht so, ne, vor allem Karacho so ein bisschen. Menschen sind auch robust, aber sie sollten auch nicht auf den Boden fallen. Irgendwie. Aber die hält übrigens so knapp, ich glaube ein Stündchen hält die Batterie sogar aus. Wenn man es 3 Stunden aufgeladen hat, hast du eine Stunde lang Power. Okay. Und wenn man es richtig steuern kann, kann man damit springen. Habt ihr gesehen? Ja, es ist gesprungen. Das ist gesprungen. Springe. So man kann hoch. Also aus Geschwindigkeit nehmen und dann den Button drücken. So, es gibt auch Spiele, die man damit spielen kann, ne? Ja. Guck mal, ich ändere jetzt die Farbe. Was willst du für eine Farbe haben, Emmy? Willst du rot? Blau. Blau. Oder was willst du für eine Farbe? Man kann nämlich bis zu 1 Million verschiedene Farbkombinationen hier draufsetzen. Ich mache natürlich für Emmy Wiggum, weil sie ist in Stadt blau. Schön. Blau. So schön. Sehr. Na, zeig mal. Nee. Oder? Noch blauer? So? Ja, so schön. So ist schön. So. Ich mache auf Haken. Also es gibt auf der offiziellen Sphero-Seite gosphero.com einen Link, der nennt sich Games. Und da kann man sich anschauen, was man sonst damit machen kann. Color Grab gibt es, Space Party, Dark Nebula. Dann gibt es nochmal Sphero 2.0, das, was wir hier gerade vorstellen. Kann sich zurückschicken. Und wenn ihr jetzt. Ja, kann man sich zurückschicken? Was denn? Sagt, wenn man da gibt es ein Video auch, was soll ich mir draufdrücken? Mal hier jetzt mal. Dann zeige ich euch mal, was man zu sehen bekommt auf diesem Video. So, los geht's. Kommt. Lad. Muss ich nochmal ausrichten. Man kann, du bist beschäftigt, ne? So, gibt es noch so kleine Wir gucken jetzt mal ein Video. Kann.
Spiro. 2.0. Lass, Emmy, du, das ist ganz ich klar. Nichts also, wenn irgendwas passiert, dann ich ist, muss ich sein, immer schuld, ist deine ne? Schuld. Also, du hast, das du Ding hast, kann springen, durch Wasser gefahren werden. Und wir werden jetzt mal versuchen, ob der Markus schafft, den unter Sphere hier drüber fliegen zu lassen, dass es unten auf der anderen Seite wieder runterkommt. Ich muss die Dinger hier aber festhalten, weil die sonst zur Seite schieben. Also, Achtung. Ich los. Was? Nee, hier, da lang musst du. Nee. Hat sich einmal falsch ausgerichtet. Ich muss sie nochmal neu einrichten. Sekunde, Emmy. Das kann nicht lange dauern. In, put. Es ist, man muss es schon ein bisschen üben. Warte. Glaube ich bemerkt, wir haben sehr, sehr viel Spaß mit diesem Ding. Das Ding ist wirklich cool. Man muss allerdings ab und zu auch mal immer diese Leuchte einrichten, damit die blaue Leuchte in deine Richtung zeigt, weil sonst weißt du ja nicht, wo vorne und hinten ist. Also ne? Probier nochmal. Also. Nee, pass auf, Speed. Ich muss mehr Speed haben. Okay, mehr Speed. So, Vollgas. Und jetzt, pass auf, halt dich fest, Emmy. Das wird eine super Sensation. Sowas gab es noch nie in der deutschen Fernseh-Internet-Geschichte. Ja, das war doch das Ziel, oder nicht, Emmy? Applaudieren bitte einmal. Wenn ihr sagt, ich will auch so ein Sphero haben, wir haben leider keins für euch, aber ihr könnt euch eins besorgen über die Sphero-Seite, kann man zum Beispiel gospiro.com. Einfach in den, auf die Seite drauf gehen und dann in den Instagram. Schau mal vor, du nimmst das heute Abend mit, Emmy, und hast das in der Tasche. Gibt den auch in kleiner, dass er auch in die Tasche passt? Nee, ich glaube nicht. Nicht in der 2.0-Version. Nee, ich glaube nicht. So. Wir müssen noch ein bisschen weiter spielen. Ihr könnt, drüber nachdenken, dass ihr das auch gerne haben wollt oder nicht. Aber ich wir wünschen euch geil. Auf jeden Fall sehr einen sehr schönen Abend und freuen uns, euch bald wiederzusehen hier bei der Appside mit Emily, Marco und Sphero.